Jo, liebe Leute, Theo hier. Ich wünsche euch ein schönes, frohes, neues Jahr 2018. Und ich habe mir gedacht, 2018, es wird Zeit für ein neues, kleines Format. Und zwar wird sich das Ganze um Videospielmythen drehen. Und zwar denken sich jetzt manche, wie einfallslos das ist. Aber ich muss ehrlich sagen, als Kind und heute noch interessieren mich Videospielmythen einfach mit am meisten am Genre. Und ich habe mir gedacht, auch wenn es viele Videos dazu gibt, ich mache das einfach, Leute. Und ich hoffe, ihr feiert das. Und heute, natürlich, wie kann es anders sein, fange ich die Reihe an mit 3 Videospielmythen über Mario. Oder beziehungsweise in Mario-Spielen. Viel Spaß! Der erste Mythos kommt aus Mario Kart 64, ein Spiel, was ich damals in meiner Kindheit wirklich extrem viel gespielt habe. Und zwar gibt es dort in Bowser's Castle einen langen Gang, wo überall Wombs runterkommen. Und hinten am Gang seht ihr hier hinter den Gittern einen riesigen grünen Womp. Und da ist der Mythos, dass man ihn befreien kann und ihn als spielbaren Charakter freischalten kann. Und zwar soll sein Name Marty the Womp lauten. Weil es ist nun mal Bowser's Schloss und alle Womps sind frei, außer dieser eine. Außerdem hat er noch eine andere Farbe, bedeutet das eventuell, er ist eigentlich ein guter Womp und kein böser. Oder warum sollte er sonst eingesperrt sein? In Bowser Schloss und dort gibt es Gerüchte, dass man 64 Mal um die Bowser-Statue rumfahren muss, um ihn als spielbaren Charakter freizuschalten. Oder die Strecke rückwärts zu absolvieren, sollte ihn freischalten. Oder wiederum einfach mit einem Stern oder ein paar Pilzen das Gitter zerbrechen. Aber nein, Leute, alle Gerüchte, alle Mythen um diesen grünen Womp, der hinter den Gittern eingesperrt ist, sind falsch. Der nächste Mythos dreht sich darum, dass Mario ein Massenmörder ist, Leute. Und zwar ein unbewusster Massenmörder. Und zwar stand damals im Super Mario Bros. In der Beschreibung von diesem Videospiel, dass alle Bewohner vom Pilzkönigreich in Stein verwandelt wurden. Erstmal ist die Frage, von wem wurden sie verwandelt? Von Bowser und seinen Schergen oder vielleicht von einer noch höheren Macht? Und Mario zerbricht einfach diese ganzen Steine, Leute. Und da ist die Sache, gibt es vielleicht eine Methode, um diese Leute eigentlich zurückzuverwandeln? Und ich denke, dass diese Leute keine Toads sind, sondern richtige Menschen wie Peach und dass Peach eigentlich die letzte von den Leuten ist aus dem Pilzkönigreich und deswegen jetzt die Anführerin ist. Vielleicht war Peach auch diejenige, die alle in Steine verwandelt hat und jetzt einfach nur die alleinige Herrschaft wollte. Eins ist auf jeden Fall klar, Mario zerschlägt diese ganzen Blöcke, obwohl es eventuell eine Methode geben würde, sie wieder zurückzuverwandeln, das wissen wir ja nicht. Außerdem, laut diesem Mythos, sollen die Coins in Mario die Seelen der Menschen widerspiegeln. Weil in Mario 64 zum Beispiel kriegt er auch immer Leben, wenn er Coins einsammelt. Oder in anderen Teilen, wenn er 100 Münzen hat, kriegt er auch ein Leben. Außerdem sind oft Seelen auch in Blöcken oder auch die Boos haben zum Beispiel auch ein Coin, das man als Seele ansehen könnte. Was meint ihr zu dieser Theorie? Meint ihr, da ist was dran? Schreibt es in die Kommentare. Als letztes für euch habe ich noch einen ganz kleinen Mythos, den es schon viele, viele Jahre in der Mario-Szene gibt. Und zwar, mit was zerstört Mario eigentlich die Blöcke? Viele denken, er springt mit dem Kopf dagegen. Weil damals in Super Mario Bros. Und in den anderen Mario-Teilen konnte man es gar nicht richtig erkennen, wie er das macht. Er springt zwar mit der Faust nach oben, aber man hat nicht gesehen, was jetzt zuerst gegen den Block gekommen ist. Und da gibt es eine klare Aussage von Miyamoto, deswegen ist dieser Mythos Quatsch, dass er die mit seinem Kopf zerschlägt, sondern Miyamoto hat gesagt, er zerschlägt sie mit seiner Faust. Und man kann es ja auch klar erkennen an dem alten Sprite, dass die Pixel von der Faust ein wenig früher aufkommen. Ich weiß, viele von euch wissen das inzwischen schon, aber ich hatte darüber noch nicht geredet auf meinem Kanal und ich fand es echt wichtig, weil viele vielleicht es nicht wissen. Und deswegen habe ich mir gedacht, teile ich euch das mit. Ich habe noch unzählige weitere Mythen über Mario, beziehungsweise Mythen aus dem Mario-Universum, auch zu Donkey Kong und sonstiges, aber auch noch zu ganz anderen Videospielen, zum Beispiel zu Crash Bandicoot oder sonstiges. Wenn ihr darauf Bock habt, schreibt es in die Kommentare, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auf jeden Fall nicht. Ich bin damit raus, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.